Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Imperium Galactic Survival in der Alpha 12 mit Zippung und Gewicht. Okay, so, ich hatte ja schon mal gefarmt, wir brauchten unbedingt Satiumbarren. Und um die zu bekommen, habe ich, um überhaupt einige Sachen zu bekommen, damit ihr seht, damit ich euch nicht einen vorgaukel hier oder mir das erschiete oder sonstige Sachen, habe ich da den Fortschritt so ein bisschen mit aufgenommen, aber unkommentiert. Und da werde ich euch jetzt ein paar Cuts einblenden, so ein paar Sachen, die ich aufgenommen habe während der Farmarbeit, aber ohne Kommentar halt. Und zwar einmal die Satiumbarren, da habe ich eine alte Alien-Basis, so ein Drohnenhanger, so eine Drohnenpoi war das, so eine ganz alte Base war das noch. Die habe ich gefarmt, das seht ihr jetzt mal hier. Dann bin ich zum Händler geflogen, hier zu dieser Raumstation, wo ich jetzt auch gerade bin, und bin fleißig am Handeln gewesen. Da bin ich jetzt immer noch und muss auch noch was verkaufen. Also auf dem Weg dahin habe ich euch dann auch noch, zeige ich euch nochmal das Schiffsinventar, was ich alles verkaufen werde. Ja, dann bin ich zu diversen Händlern, habe hier auf der Station schon Sachen verkauft, und da seht ihr jetzt in diesem Clip hier auch schön, was ich an Geld rausbekommen habe.
Ja, und ja, ich bin immer noch auf der Station. Ich habe immer noch ein paar Sachen hier. Ein Pulsgewehr zum Beispiel noch, eine T2 Laserpistole und so weiter. Hier seht ihr auch nochmal hier mein Guthaben, 426.752 Credits. Wie ihr seht, haben wir ja so gut wie alles fertig. Was uns fehlt, sind Arrestronbarren, Zarkosiumbarren und Neodymbarren. Wir brauchen noch 8 Pflanzenbeet Stahl brauchen wir noch ein paar. Holzlatten, aber das ist das kleinste Problem. Und wir brauchen ganz dringend halt große 8 große optronische Brücken noch und 4 große optronische Matrix. Und dann haben wir die Maelstrom fertiggestellt. Ich möchte dann halt auch gerne noch mit euch hier nochmal ein bisschen losziehen. Also erstmal gucken wir hier, dass wir noch was verkauft kriegen. Wir haben eine Pistole. Ist das nicht T2? Ach nee, Laserpistole T2. Und wir haben Pulsgewehr. Pulsgewehr, ne, nur das normale. Ja, Laserpistole T2. Hier haben wir nochmal fast 5000 für. Raketenwerfer T2, Scharfschützen, Schrotflinte, Pistole. Ne, die will er nicht haben. Auch hier. Hier haben wir nochmal 11.000 für. Sind bei 443.000. Die Dinger hier will er nicht, glaube ich. Was ist denn das hier noch? T1, 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 T2. Da müssen wir noch mal gucken. Den Tipp habe ich von dem Mickey bekommen. Ich hatte ja übrigens, hatte ich gestern ja noch einen Livestream gehabt. Am Donnerstag. Am Donnerstag hatte ich ja noch einen Livestream. Also für euch ist das dann vorgestern gewesen. Ich nehme jetzt an einem Freitag auf. Heute ist ja eine Folge rausgekommen. Gestern war der Livestream. Also seht ihr diese Folge am Samstag. So, mal gucken mal. Ihr habt auch nichts hier. Da habe ich von dem Mad Mickey, einer meiner Zuschauer, einen Tipp bekommen von dieser Krankenstation, von der Trading Station. Gegenüber ist ein Konferenzraum. Hier. Na, da waren wir gerade drin. Wenn er Waffen verkaufen wollt, geht er hier hin. Und hier steht so ein kleiner Heini. Ne? Der Trader 5. Und der verkauft Waffen. Ob es das, an denen könnt ihr auch Waffen verkaufen. Da gibt es nur Essen. Lass mal nochmal hier oben gucken. Ihr könnt natürlich auch auf dem Planeten zur Trading Station und dann euch hierhin teleportieren. Solltet natürlich einen gewissen Ruf schon für haben. So, jetzt haben wir noch ein paar Booster. Sauerstofftank, Strahlenschutz.
Eva Booster. Ne, haben wir keine mehr von. Wir haben noch Raketenrucksack und versteckte Panzerung. Obwohl, warte mal. Ja, unten hat, glaube ich, der kauft auch versteckte Panzerung. Hier ist der Teleporter. Der müsste aber friendly mindestens schon sein. Ne, sonst. Warte mal, ich muss noch einmal runter kurz. Ne, falsch. Ja, wir wollen ja das Schiff fertig bekommen. Dann hatte ich euch ja schon da Multisuche verstärkt. Ne, doch nicht. Doch hier, verstärkte Panzerung. Geben wir auch nochmal 6000 für. Mobilitätsbooster könnten wir eigentlich gut gebrauchen, aber ich will jetzt dafür kein Geld ausgeben. Sonst will er hier nichts haben, ne? Mit dem, was ich hier habe. Einmal kurz gucken, was haben wir denn im Schiff noch? Warte mal hier, leichte. Ne, das sind leichte, die will er auch nicht haben. Das ist die Muni. Ja, da ist ja auch nichts. Ja, also wenn ihr keine Trading Station findet in eurem System, benutzt, geht halt zu dem Polaris, macht einen auf Friendly, macht ein paar Quests, sowas sehe ich, pusht euren Ruf und dann benutzt einfach die Teleporter, dann müsste eigentlich auch eine Trading Station auftauchen dann. Achso, ne, wir können noch einmal da ganz unten gehen. Einmal ganz nach oben hier. Sind hier auch noch ein paar Händler. Gucken, ob wir hier noch was vertickern können. Ein T2, ja, können wir einmal. Wir haben zwei, ne, weil er wird jetzt wahrscheinlich das aus dem Inventar verkaufen. Ja, war mir klar. So, ja. Ne, Raketenrucksack. Hä? Doch, ach, der ist schon voll. Er kauft sie nicht mehr. Hm, das ist schade. Das ist wirklich schade. Er nimmt sie nicht mehr. Guck mal, jetzt können wir hier schon die großen optronischen Brücken. 159.000 kostet einer. Können wir eigentlich schon kaufen, ne? Aber wir gucken mal, warte mal. Der 100 große sind das 159.000. Was, der dahin hat ja auch noch welcher. Der. Da kannst du kaufen für 147.000. Siehst du, noch weniger. Großhauptronische Brücken. Ja, dann werden wir davon jetzt erstmal ein paar kaufen. 1, 2, 3. Da ist die Kohle schon wieder weg. Dafür brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was. Wir müssen ein paar Alien-Basen auch noch raiden. Ja. Dann haben wir das aber weg. Können wir schon mal 3 Stück kaufen. Da fehlen natürlich jetzt noch einige, ne? Ja, der will nix hier. Der auch nicht. Ja, da waren wir vorhin. Ne, okay, dann war es das hier erstmal. Wenn wir mal in unser Schiff zurückgehen. So irgendwo hin, oder? Ja, da steht unser Schiff sogar so drin. Ja, dann ist mir leider auch gefallen, dass dieses fette SV passt leider nicht ganz auf die Mailstorm drauf. Da hatte ich mit dem Unotch aber schon gequatscht im Steam. Und dann hat er mir halt empfohlen, bei der Mailstorm, wenn wir sie haben, müssen wir halt hinten die Rampe wegbauen. Die Rampe, sag ich schon, den Sound wegmachen. Lichter können wir an hier. Aus hier wieder. Das Geländer hinten wegnehmen und dann die Geschütze, die hinten stehen. Da stehen hinten zwei Kanonentürme noch drauf auf der Maelstrom. Die müssen wir nach rechts und nach links versetzen ein bisschen und dann passt dieses fette SV passt hier dann gerade so rauf. Prometheum Asteroid. Ja, wir müssen mal gucken jetzt.
Wir brauchen ja, ich hatte euch ja gesagt, wir brauchen ja noch ein bisschen Stuff hier. Wir brauchen Erestrum, Sarkosium, Neodym. Und nach Möglichkeit vielleicht noch ein paar Gold-Asteroiden. Das werden wir hier aber nicht finden. Deswegen werden wir jetzt ein paar Sachen in die Hotbox schmeißen, ja. So. Meinen wir da noch mit rein. So. Und wir werden jetzt mal gucken, dass wir woanders hinfliegen. Aber wir fliegen noch einmal hier hin. Da war ich ja schon mal. So, ja, Gas geben. Autopilot rein. Wo ist das Ding? Wo ist der Fall da? So, da müssen wir jetzt hin. Dann warpen wir jetzt hier einmal hin. Ach so, das Schild ist noch an. Natürlich. Habe ich ja vergessen. Warten wir kurz, bis das Schild alle ist oder weg ist, wie auch immer. Sieht jetzt aus, sah nicht aus, weiß ich nicht. Probier nochmal. So, ein Schild ganz schnell wieder anmachen. Wer weiß, was hier los ist. Und jetzt werden wir mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Hier sind ja einige an Sachen. Guck, da ist noch hellblau, müssen Händler sein. Was ist denn da noch? 5 Kilometer Entfernung, na, da kommen wir nicht drauf zu. Jetzt haben wir natürlich nicht unendlich viel Laderaum. Aber wir müssen mal gucken. Und da haben wir Silikon-Asteroiden, Asteroiden. Als nächstes 10 Kilometer, ist hier noch was? 11? Dann einige noch, ne? Wir müssen die ganzen Asteroiden auf jeden Fall mal abfliegen. Fliegen wir erstmal zu dem hier. Ja, auf Rot aufpassen. Mal gucken, vielleicht finden wir einen von den Ärzten auf den Asteroiden. Dann werden wir die abbauen per Hand. Da mussten die extra noch, hatte ich auch schon mit dem Unosch drüber gequatscht. Man, ja, er meinte, man könnte ja noch einen Warp auf das CV bauen und dann schön Asteroiden abfahren und so weiter in anderen Systemen, aber da wollte ich meine Power jetzt nicht mehr drin vergeuden. Er sagt zwar klar, man kann das CV nachher noch abbauen und die ganzen Teile dann auch noch mit in die Fabrik machen, aber ja, ich baue ja ungern Schiffe ab. Prometheum. Haben wir mehr als genug von. Aber, ne, das ist der Silikon. Eisen. Prometheum, ja, ja. Hier selbst in den Asteroidenfeld ist nichts drin, ne? In dem Ding hier ist doch nichts drin, oder? Müsste mir das hier anzeigen. Gehen wir mal hier durch. So, wo ist jetzt der nächste? Ja, einmal hinfliegen. Was ist das hier? Scheint ein Schiff zu sein. Drüber ist wieder was Rotes. Ist ein Schiff. Ein Scania Y-Class Destroyer. Ein Zerstörer. Ist über rot, rot, rot. Wo war denn jetzt noch? Da ist auch noch was in 12 Kilometer. Jetzt doof oder was? Irgendwie. Da ist noch was. Und da. Da siehst du, da wollte ich eigentlich hin.
Wir müssen einmal hier gucken, was das ist. Dann müssen wir ziemlich nah an das Rote fliegen. Aber wir haben den Schild hier an. Falls wir beschossen werden, dass wir dann nicht gleich auseinandergefetzt werden hier. Naja, ist aber die Hälfte von dem, wo der andere ist. Gucken wir mal schnell, was das ist hier. Und dann links zu den anderen mal hin. Satium. Ja. Und Satium brauche ich nicht mehr. Nee. Satium brauche ich nicht mehr. Das haben wir uns in der Base geholt. Habt ihr ja gesehen. Schade. Dann fliegen wir mal weiter. Gibt ja noch mehr. Da unten sind die Händler wahrscheinlich, so wie es aussieht. Blau, hellblau, das müssen ja Händler sein. Ja, wir müssen jetzt erstmal nur das Nötigste mitnehmen. Nutzt uns jetzt die nächste Satium abzubauen und dann hat das keinen Sinn nachher. Weil der trägt ja nicht so viel wie das CV, ne? Kilometer, knapp dran vorbei. Auch noch einer an 11 Kilometer. Ah ja, und dann hatte ich ja einen Stream, hatte ich ja gesagt, einen Livestream. Bin ich ganz wieder aus dem Konzept gekommen. Da habe ich dann noch eine Spende bekommen über PayPal. Vielen Dank dafür an den anonymen Spender. Kann sich immer in den Kommentaren melden, wenn er möchte. Magnesium. Kobalt. Magnesium und Kobalt brauchen wir alles nicht. Okay. Schade, da ist auf jeden Fall noch was. Dann fliegen wir es hier hin. Erst ein bisschen näher. Ja, auf jeden Fall vielen Dank für die Spende auf PayPal. Wenn ihr mich auch mal finanziell supporten möchtet, unter den Videos findet ihr immer einen Spendenlink von PayPal. Da könnt ihr von 1 Euro bis unendlich oder so. Oder ich weiß nicht, vielleicht kannst du da auch einen Cent oder was ich. Keine Ahnung, wie viel irgendwie. Ich glaube, da ist kein Limit gesetzt. Anfangswert bis Endwert. Könnte auch 100, 2000 Euro oder was ich was spenden, das ist egal. Da könnt ihr mich auf jeden Fall finanziell supporten mit. Das Geld wird natürlich alles in YouTube, in meinen YouTube-Kanal investiert. Ne, da gehe ich nicht, da gehe ich kein Eis von essen oder wie auch immer. Das wird alles schön investiert hier. Für die Streams und so. Demnächst hatte ich, ach ja, hatte ich im Livestream auch gesagt. Bei mir im Livestream gibt es jetzt den Super Chat. Der Super Chat ist jetzt aktiviert. Da seht ihr unter dem Chat neben dem Smiley-Symbol ein Dollarzeichen. Da könnt ihr dann euren Text, eure Schrift hervorheben, zum Beispiel, dass ich das besser sehe. Oder ihr könnt da Sticker raushauen und so eine Sachen. Und alles, was ihr da an Geld reinsteckt, da werde ich einen Teil von abbekommen. Also einen Teil bekommt YouTube, einen Teil bekomme ich. Da supportet ihr mich dann auch während des Livestreams halt. Und in Zukunft wird es dann noch eine Kanalmitgliedschaft geben. Da kriegt ihr dann Chat-Badges. Eisasteroid. Okay. Den brauchen wir natürlich auch nicht. Wir sind noch einen Schneeplaneten. Da ist irgendwo ein Eisasteroid. Das muss ich mal gucken, wo war denn der jetzt? Auf jeden Fall, ihr kriegt in Zukunft dann gibt es eine Kanalmitgliedschaft. Die erste Stufe habe ich eingestellt, glaube ich, auf bekommt ihr ab 1,99 €. Die gilt für einen Monat dann immer. Zweite Stufe ist, glaube ich, 4,99 €. Dritte Stufe ist 24,99 €. Und für die Oberhammer-Fans, die können auch noch eine Stufe höher. Ist, glaube ich, 54,99 € oder so. Das sind, wie auf Twitch, sind das Kanalmitgliedschaften. Die werden euch angeboten, die müsst ihr natürlich nicht nehmen, aber damit würdet ihr mich auch supporten. Da muss ich immer noch was einfallen lassen, weil ich muss da erstmal selbst Geld investieren, bevor ich das zur Verfügung stellen kann. Und dann könnt ihr mich halt auch finanziell abonnieren, sozusagen. Also dann könnt ihr ein finanzielles Abo abschließen für meinen Kanal. Da bekommt ihr dann gewisse Vorteile, da bekommt ihr dann Sticker, Emojis, Logos und so eine ganzen Sachen, wie gesagt, Chat-Badges, Patron, V-Transport, Trader, ja. Trader ist gut, aber ist nur ein Transporter, ne? Da werde ich nicht drauf landen können, denke ich mal.
Ja. Es scheint hier auch nichts gewesen zu sein. Außer da hinten sind noch Polaris. Hier sind auch noch Polaris. Da auch. Der reist aber zeitgleich mit dem bald. Dann lass uns mal lieber gucken, dass wir hier abhauen. Ja, wie gesagt, aber da muss ich erst noch... Gar nicht, ob ich hier hinkomme. Oder ob das zu weit weg ist. So. Kommen wir hin. Oh, neuer Planet, neues Glück. Ein Outtrader. Gasraffinerie. Ja, also da gibt es noch einiges, wie gesagt. Also da muss ich, das muss ich aber erst beauftragen. Ne? Also das sind so die ganzen Emojis und die ganzen Subbadges und was nicht alles gibt. Das muss ich selber erstmal beauftragen. Da muss ich Leute beauftragen, die das für mich herstellen, sage ich mal. Die für mich machen, die Dinger. Und wenn ich das alles habe, dann muss ich, dann gibt es Vorteile zum Beispiel. Da könnte ich dann so Sachen einstellen, dass ihr jetzt frühzeitigen Zugang auf bestimmte Videos habt oder so. Dass ihr die eher seht als andere oder so. Oder Making-of-Videos oder sowas. Oder Material, was ihr noch nie gesehen habt oder so. Was ich zum Beispiel, dass ich gewisse Sachen aufnehme, nur für meine Mitglieder oder so. Und ach, da kann man so viel einstellen und machen und tun. Und da muss ich erstmal überlegen, was ich überhaupt dann reinnehme, was ich euch dann, ihr bekommt halt, umso höher eure Kanalmitgliedschaft ist, umso höher der Betrag ist, den ihr da abschließt, umso mehr bekommt ihr natürlich auch, ne, mehr Emojis für die Chats und mehr Sticker und ja, alles sowas halt, ne. Titan, wir haben Titan gefunden! Lag, wie geil, ey. Wir haben endlich Titan gefunden. Fucking Titan-Asteroiden, ey. Das gönne ich mir doch mal, mein Leben. Warte mal. Wir haben hier oben auch eine Luke, ne? Schild ist ja an. Oh, was ist das denn? Eine fucking Drohne. Wiedersehen. Du Mistkrüppel, ey. Wo kommt die denn auf einmal her? Ich bin mehr schwindelig hier. Warte mal. Wo war denn das hier? Moments Mode, nein. Ging das hier nicht? Doch, hier ist das schon auf. Warum ist denn die auf schon? Das ist eine Luke auf hier. Oh, komm schon. Er ist ein Kern. Wie habe ich denn... Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die aufgemacht habe. Keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall haben wir die Drohne platt gemacht. Ja, wie gesagt, aber da muss ich erstmal ein paar Sachen beauftragen erstmal noch. Da muss ich mir erstmal gucken, wie die Emojis aussehen später. Dann gibt es Ränge noch, ne? Es gibt ja auch Ränge dafür. Ja, der erste Rang ist Pilzi, glaube ich, für 1,99. Der zweite Rang für, was war das? 4,99, glaube ich.
Ist Pilzmeister, glaube ich. Der dritte Rang hatte ich, glaube ich, Pilzminister genommen. Und der teuerste Rang von allen ist dann, sag mal schnell. Ja, jetzt dazu. Sag mal. Nee. War ich doof hier oder was? Da war doch eben eine Tür, die war doch auf. Wieso ist denn hier jetzt nicht mehr auf? Ach, ich muss ich nachher nochmal gucken in Ruhe. Kriegen wir halt hier raus. Oh, scheißegal. Was greift nicht wieder eine Drohne an? Achso, ja, das ist dann Pilzinator oder so ähnlich. Der Pilzinator seid ihr dann mit der höchsten Stufe. Noch mal gucken. Packt er nicht rein. So, warte mal. Müssen wir das mal verbinden. Ja, sowas alles halt, ne? Also, aber das steht alles noch ein bisschen in den Sternen. Ich wurde jetzt auf jeden Fall freigeschaltet dafür, oder mein Kanal wurde dafür freigeschaltet. Das heißt, wenn ich das machen sollte mit der Kanalmitgliedschaft und so weiter, könnt ihr mich halt auch so gesehen nochmal abonnieren. Dann aber finanziell. So könnt ihr mich halt unterstützen, Monat für Monat. Ihr habt dann auch einen extra Community-Tab, den nur ihr seht. Da könnt ihr euch direkt mit mir unterhalten. Also ihr kennt das ja jetzt schon, da wo ich immer was reinschreibe für euch. Die ganzen Informationen im Community-Tab auf dem Kanal. Wo ihr auch immer reingehen solltet zum Lesen. Das ist ja für die Öffentlichkeit. Das gibt es auch nur für Kanalmitglieder. Das sieht die Öffentlichkeit dann nicht. Da gibt es so einiges, ne? Sehr, sehr viele Vorteile, wenn man bezahlt halt, ne? Aber erstmal, leider muss der Kanalinhaber erstmal richtig abdrucken dafür. Ansonsten, er kann sich das alles selbst herstellen, aber ich kann das nicht. Das heißt, ich müsste das alles kaufen erstmal. Damit ihr überhaupt was habt. Und klar, das ist für mich natürlich mehr Aufwand, aber irgendwas muss man seinen Zuschauern ja auch bieten, wenn jemand sowas machen möchte. Dass ich zum Beispiel Making-of-Videos mache von meinen ganzen Let's Plays oder so. Oder Pleiten, Pech und Pannen so ungefähr. Alles, was ich rausgeschnitten habe zum Beispiel, dass ich das nicht in den Müll schmeiße, sondern dass ich das auch bewahre. Und davon dann auch noch Clips mache, die aber nicht für die Öffentlichkeit sind, sondern nur für Kanalmitglieder sichtbar sind. Oder ich kann das so einstellen, dass nur Kanalmitglieder den Live-Chat benutzen können oder so. Dass niemand anderen schreibt, außer die Fans halt, also die treuen Zuschauer von mir. Ach, da kann man so viel machen. Da bin ich selbst noch nicht so hintergestiegen. Da muss ich mir erstmal ein paar Tutorial-Videos angucken und alles. Dann muss ich gucken, was ich da überhaupt an Geld reinstecken will. Ob sich das überhaupt lohnt. Aber wir haben ja schon. Ich habe ja schon ein paar Supporter jetzt vorletzten Stream hatte ich ja eine schöne Spende bekommen auf PayPal. Jetzt im letzten Stream habe ich eine schöne Spende bekommen. Auf jeden Fall an die beiden Spender. Herzlichen Dank dafür. Habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Oha, und wir sind schon wieder längst an einem Folgenende. Ich habe gleich noch einen Termin auch noch. Ich muss gleich erstmal aufhören hier. Ich habe noch nicht mal mehr Zeit, das Video zu schneiden und zu ändern. Ich werde erstmal einen Termin wahrnehmen noch. So, ich werde jetzt aber hier auf jeden Fall erstmal bleiben. Ich werde jetzt hier ausloggen einfach. Werde ich noch ein bisschen Titanerz farmen hier. Dann können wir nämlich schon so einige Sachen wieder bauen. Dann können wir uns vielleicht auch die Brücken selber bauen und so.
Und dafür bauen wir Titanerze halt. Oder wir bauen für das CV doch noch einen Warp-Antrieb, bauen den später wieder aus und packen den einfach in die Fabrik rein. Dann könnten wir nämlich sowas hier ganz easy peasy abtragen. Mit der Boilerfette. Das ist ja dann kein Akt mehr. Das sitzt ja ewig keinen vor. Ja, meine Lieben. Okay, dann seid ihr erstmal auf den neuesten Stand. Guckt nochmal auf meinen Community-Tab. Da habe ich auch was für euch geschrieben, was ganz, ganz wichtig ist. Wenn ihr auf meinem Kanal seid, dann seht ihr ja, wer es nicht weiß, seht ihr ja mehrere Rubriken. Also Übersicht, Videos, Playlisten, Community, Info-Tab und so weiter und so fort. Das sind die ganzen Tabs. Da einfach auf Community gehen. Da seht ihr immer die neuesten Informationen, wenn ich wichtige Informationen für euch habe oder so. Und da werdet ihr jetzt die Zukunft meines Kanals sehen. Was wird in Zukunft gespielt? In welche Richtung richtet sich der Kanal aus demnächst in Zukunft und so weiter. Da seid ihr mal auf dem Laufenden. Schaut da immer mal rein. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Könnt ihr auch gerne kommentieren, liken oder wie auch immer. Ja, ich würde sagen, hier machen wir erstmal Ende hier. Das ist mein Schiff da. Ja, dann würde ich sagen, lasst mir doch mal einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ein Abo, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns morgen dann in einer weiteren Folge wieder. Das dann heißt mit dem Feljack hier auf Farm Session für das Schiff, für die Maelstrom. Danke, dass ihr mit dabei wart. Auf jeden Fall bis morgen. Tschüss!